So, warte. Ich wollte dann nur mal auf die Karte gucken. Lass den nicht eigentlich überhaupt nichts. Das ist ja voll schäbig. So, warte. Jetzt Karte. Ja doch, das geht. Ich kann hier langlaufen. Ja, ich habe gerade auf euch keine Lust. Ich muss noch etwas warten. Weil wird es wahrscheinlich sowieso so kommen wie immer. Wir sind eh gleich da. Oh, warum schläft mir jetzt die Hand ein? Ich glaube, ich sitze blöd. So, jetzt ist besser. Ich muss noch etwas warten. Eieiei. Ein Schammer. Den mache ich weg. Oh, er hat schon einen Hauptmann. Horror-Hauptmann. Kein Problem für Kalle Giesel. Oh yeah. Oh yeah. Und oh yeah. Ach, ich will doch eigentlich nur schnell hier zu meinem Quest gehen. Warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich hier draufgehe? Oh, Dämonenherz gibt. Warte mal, nimm mal den Heiltrank auf. Ich habe ja gerade einen gesoffen. So, und dann gehen wir hier rüber. Nein, wir gehen noch nicht rüber. Wir müssen erst noch 20 Viecher finden. Warte, da ist ein. So. Oh na, der lebt noch. Ciao. Ciao. Heiltrank. Die Trione versprach eine Zukunft jenseits des Leids. Nach Mutters und Vaters Tod kannten wir nur Hunger. Ich bin der Trione beigetreten, um unsere Zukunft zu sichern, unser Wohlergehen. Und doch kehre ich zu nichts als Asche und Verzweiflung zurück. Ich gehe jetzt zu ihnen und opfere meinen Körper den Teichen, wie es unsere Vorfahren taten. Ich hoffe, auch nur einen Bruchteil des Leids zu spüren, das ich verursacht habe, bevor ich sterbe. Mögen deine Armreife ebenfalls hierher zurückkehren, damit ich dich in den jenseitigen Ebenen wieder in die Arme schließen kann. Ich glaube, ich habe es erledigt, ne? Können wir mal die Kiste aufmachen hier? Gibt es ein paar Obolusse? Was können die? Was kann das? Was ist da? Was kann das Hackbeil? Gut. So. Klar. Weiter geht's. Was machen wir als nächstes? Schatz oder Schrott? Zack. Achso, das ist das. Die Dämonenessenzen haben den Ring erfüllt. Hier ist er. Ah, gebt her. Nein. Loslassen. Das gastige Ding trägt einen Segen. Spürt ihr nicht, wie es brennt? Es war nie für Dämonen gedacht. Nun ja, ich spüre ein kleines Jucken. Ich verstehe, dass das problematisch für die Trione sein könnte. Kann ich es nicht in einer Kiste aufbewahren? Nein! Wie enttäuschend. Aber gut. Nehmt es, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr es gebrauchen. Ja, besten Dank. Habt einen Ring. Und, kann der was? Ich habe ehrlich gesagt null Plan. Moment. Gegen Widerstand gegen Feuer, Widerstand gegen Schatten, maximales Leben, Bewältigungsschaden, Widerstand gegen Blitz ist weg, gegen verletzte Gegner, Schaden über Zeit. Und mit einer Basisfertigkeit erhöht sich der Schaden. Kernfertigkeit, ja, nee, ich behalte das mal. Ich weiß nicht. Ich bin unsicher. So, da weiß ich nicht. Entsagt Lilith an ihrem geheimen Schrein. Was ist denn das für ein Quark? Wo muss ich denn da hin? Tja.
Das hier ist Traditionssäppel. Okay. Na gut. Ich hab ja keine Ahnung, ne? Ich weiß wieder von nichts. Ich marschiere jetzt dann vermutlich zur Lorat. Das ist hier. Die Oase. Ich Oase mal hier unten. Lorat, mein treuer Begleiter, Freund und Kupferstecher. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich renne, quasi. Wie sieht's eigentlich aus? Da, ne, keine Punkt. Reist nach Tarasak. Ich bin da alles voller Spinnen. Ich hasse Spinnen. Spinnen sind scheiße. Ich kann nicht Angst vor Spinnen hätte, aber ich mag's einfach nicht. Ich find's einfach nicht cool. Ciao. So. Ich muss hier lang. Oh, hier liegt was rum. Hier gibt es eine Pflanze. Nehmen wir mit. Ich habe kaum noch Geisteskraft. Mit, was ist das? Ist das auf? Ciao. So, was macht das hier? Gold. So, Lorat, ich bin auf dem Weg. Schön wieder ans Mikrofon gestoßen mit der Hand. Muss ich es aber da näher ranholen. Und welche Show. So, pass mal auf jetzt hier. Wo bist du denn, du Knallkorb? Komm mal ran hier. Was ist denn jetzt? Oh ne, Wespen. Wenn ich was hasse, ne, dann sind es Wespen. Noch mehr als Spinnen. Spinnen finde ich unangenehm. Wespen sind zum Heulen. Wer ist er dann? Himmel, Herrgott, was verkrippt. Das ist so ein Fliegenmann. So ein Fliegenmann. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, was ich jetzt gemacht habe, aber. Ich hab's ja jetzt angefangen und dann muss ich es jetzt auch zu Ende. Zu Ende killen. Ich bin noch nicht bereit. Nee, das habe ich selber gesehen. War ein bisschen großes, war ich ein bisschen voreilig. Nee, das ist halt sacke nervig. Geh nur weg. Will doch eigentlich nur zum Lorat. Was kann daran so schwer sein? Ist hier so? Nix. Lorati? Wo bist du? Lorati. Oh, ich sehe da einen Wegpunkt. Nebenquest, Hauptquest. Perfekt. Ich bin bei Lorat angekommen. Wir biegen erstmal links ab und holen uns den Wegpunkt, bevor ich das vergesse. Das wäre schändlich. Und da können wir eigentlich auch mal hier zum... Möge Akkarat mit euch sein. Na, Akkarat und so. Ihr könntet ihn brauchen. Ja, können wir brauchen. So, was passiert hier in der geilen Kammer? Da steht Jillian. Bitte, helft einem verwundeten Mann, eine Schuld zu begleichen. Hm. Banditen haben mich überfallen, haben mein Knie zertrümmert. Ich wäre gestorben, wären die Eisenwölfe nicht eingeschritten. Eine Frau namens Asifa hat mich hierher getragen. Sie hat mein Leben gerettet. Ich möchte ihr dafür dieses Amulett geben. Es ist alles, was ich habe. Sie wird wieder in ihrem Lager westlich von Caldeum sein. Klar. Das. Also wenn ich nichts gut finde, dann
Finde ich sowas stark. So, jetzt geht's auch mal hier hin. So, wo ist dann hier? Das ist Nagit. Was starrt ihr so? Nichts für ungut. Ihr seht aus, als könntet ihr euch gut durchsetzen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich habe in den Minen gearbeitet, bis diese Schweine Geburten von Banditen kamen. Sie haben uns abgeschlachtet und ausgeraubt. Bin kaum lebend rausgekommen. Und jetzt haben sie die Kassette mit unserem gesamten Lohn. Zum Glück habe ich den Schlüssel. Wenn ihr mir die Kassette bringt, gebe ich euch gerne einen Anteil. Na, klingt einfach. Mehr oder weniger. So, jetzt können wir mit Lorat sprechen. Das machen wir sofort. Habt ihr etwas hier über Elias? Über Elias Palast in Erfahrung? Eigentlich nur Gerüchte. Die Menschen hier sprechen von einem Zauberer, der in einem großen Palast lebt, jenseits des ewigen Sandsturms. Einer dieser Nomaden könnte uns hinführen. Sie kennen das Land besser als... Da ist er. Andariel, ich höre sie. Ja. Ich muss mich irgendwo konzentrieren und ihre Stimme eindämmen. Sucht jemanden, der uns führen kann. Ich hole etwas, um Thaisa zu helfen. Gut. Jetzt kann ich hier erst ein paar Seppels anquatschen. Ich suche jemanden, der mir helfen kann, den Sturm im Norden zu durchqueren. Ihr findet hier niemanden, der närrisch genug ist, um diese Anfrage anzunehmen. Gebt auf und bleibt einen Tag länger am Leben. Gut. Werdet ihr mich durch den Sandsturm im Norden führen? Seid ihr verrückt? In dem Sturm lebt ein Zauberer, der euch das Fleisch von den Knochen reißt. Ja, das ist der Plan. Gut, der letzte. Ich suche jemanden, der mich durch den Sandsturm im Norden führen kann. Ha! Keine Chance! Nicht für alles Gold in Kaldeum! Prima. Moment. Was ist mit dem alten Mann? Ha! Eher gehe ich rückwärts in die brennenden Höllen, als mich auf ihn zu verlassen. Er ist jedoch vielleicht der Einzige, der verrückt genug ist, sich darauf einzulassen. Er verbringt seine Tage im Nebel am Flussufer des Argentec. Das ist kein Ort für gütige Seelen. Seid vorsichtig. Ah, jetzt muss ich wieder irgendwie... Was ist denn jetzt? Ich weiß, wo wir einen Reiseführer finden. Wo ist Thaisa? Ich habe einen ruhigen Ort gefunden, an dem sie sich darauf konzentrieren kann, Andariels Präsenz zu kontrollieren. Ist es sicher, sie hier zu lassen? Sicherer, als blind durch die Wüste zu stolpern. Zumindest bis wir einen zuverlässigen Führer finden. Die Sache mit dem zuverlässig könnte sich problematisch gestalten. Ach, der kommt sogar mit. Wird ein Knallkopf. So, zieh mal deinen Zauberstab oder was auch immer du damit dir rumträgst, Digi. Was ist denn das da? Eisenbrock. Immerhin. Silbererz. Eisenschiss. Hier gibt es eine Vase. Oh, da ist noch. Wo ist denn jetzt? Ich habe kaum noch Geisteskraft. So. Ja, wir sollten erst ein bisschen aufpassen. Alle tot. Können wir uns freuen. Ich muss noch etwas warten. Was willst du denn von mir? Bruder, Alter. Ciao. So, sind wir einmal durchgelaufen. Oh, hier ist eine Mücke. Ist ja irre. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ich mach einfach mal. Ja, du sollst doch hier den Schiss machen da. Mach das mal. So, hervorragend. Da ist eine Kiste. Ruhe, wie auch immer. Ah, ist eine Großaxt drin.
also ja. Ja. Guck mal, jetzt könnte ich eigentlich das Nebenquest gerade machen, ne? Die schießen hart auf mich. Sag mal, was da los ist. Bist du hier so ein Meister unterwegs? Du. Ja, ciao. So, jetzt wollen wir mal gucken. Warte, ich muss ein bisschen näher ran. So. Mal schauen, was hier so los ist, ne? Was muss ich eigentlich machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Als nur Zeug hier. Oh, warte. Weiß nicht, ob ich das für irgendwas Nützliches brauche. Früher oder später bestimmt. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Noch etwas warten. Oh, ich habe ein Level up. Level. Damit beschäftige ich mich dann etwas später. Es wäre jetzt sehr schön rauszufinden, ich bin noch nicht bereit, was ich hier überhaupt besiege. Ja, mal gucken. Suchte in Rätsams Ausgrabungsstätte nach der Schließkassette. Ach, okay, ich muss dann wahrscheinlich, ja, also das hätte ich da vielleicht vorher mal geguckt, was ich machen muss, ne? Dann wäre das schon passiert. Die Ausgrabungsstätte würde mich höchstwahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie mit hier runterklettern zu tun hat. Ah, hier haben wir erstmal noch das. Und dann gehen wir einfach mal hier rein. Ich könnte mir vorstellen, das macht schon Sinn, wenn man da was sucht. Das ergibt irgendwie, für mich persönlich ergibt das Sinn. So, jetzt gehen wir mal ein Bergwerk suchen. Aber da muss ich erstmal Gefangene befreien. Das hat jetzt gar nicht... Kann ich mit dem irgendwas machen oder hat es den einfach schon gerissen? Ich bin das einfach schon gewesen. Weiß nicht, ob das jetzt so klug war, hier reinzugehen, aber ist auch egal. Einfach machen. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe das Gefühl, du bist so gar nichts bereit. Das ist irgendwie dein Problem, ne? Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das ist korrekt. Ich muss noch etwas warten. Hier hau ich in die Klöten. Da kannst du etwas töten. Das ist alles ganz fantastisch. Ich bin hier falsch, das weiß ich.
Eine Jungspinne, wie schön.